Da hinten seht ihr schon einen riesigen Turm, Supermarkt, vielleicht eine Schule und so weiter und so fort. Das sieht hier schon fast aus wie so eine Hauptzufahrtsstraße, ja, ne? Da hinten ist auch irgendwie ein Tor oder so, glaube ich. Ja. Langsam wird es ein bisschen drastisch mit dem Regen hier. Ich versuche die Kamera so ein bisschen davor zu schützen. Pirschen wir uns immer so ein bisschen durch den Wald. Da ist ein Baum umgefallen. Ey, auf einmal stehst du inmitten dieser Wohnblocks. Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin unterwegs mit Alex und Paul und zusammen haben wir heute mal wieder eine richtig spannende Mission vor. Wir werden uns ein verlassenes altes Kaserngelände anschauen. Trägt, glaube ich, auch den Namen Little Pripyat, ne? Ja. Weil das so ein bisschen an Tschernobyl Pripyat erinnern soll. Also, da hinten seht ihr schon einen riesigen Turm. Ich denke mal von irgendwie einem Kraftwerk oder so, was hier noch auf dem Gelände ist. Riesige Freiflächen. Wir sind schon mega weit jetzt durch den Wald gelaufen und haben, denke ich, auch noch einiges an Weg vor uns. Wir haben hier so einen alten Zaun. Dem werden wir jetzt ein bisschen weiter folgen. Und in dem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Es regnet leicht, es hat auch die ganze Nacht geregnet, wir haben in der Nähe geschlafen, also die perfekte Endzeitstimmung jetzt hier, passend zu diesem riesigen Areal mal wieder, Leute. Was sagt der Koordinator? Koordinator sagt, hier kommt gleich ein Weg. Wie gesagt, es ist früh am Morgen, Frühstück gab es auch noch nicht und Y-Food hat eine neue Sorte am Start, Leute. Also wer das Ganze mal abchecken möchte, erster Link in der Videobeschreibung, Salted Karamell. Also, wer das Ganze mal ausprobieren möchte, erster Link in der Videobeschreibung. Und Buddy 10 gibt es natürlich, wie immer, 10%. Und in dem Sinne, machen wir uns mal weiter auf den Weg. Das ist wirklich ein Teil vom Stiefel. Meinst du das von früher? Ja. Krass. Hier liegt alles voll mit diesen alten Dosen. Hier liegen überall irgendwelche Metallreste auf dem Boden, komplett verrostet, da hinten schon die ersten Anzeichen auf irgendwelche Gebäude, die hier mal gestanden haben müssen. Ich mag es schon gar nicht mehr sagen, aber das ist schon wieder absolutes Daisy-Feeling hier. Paul hat übrigens diesmal den großen Rucksack dabei. Ja. Ich habe leider den nur mit 30 Slots. Ich habe einen größeren halt einfach schon gefunden, ja. Aber wir finden für dich auch noch einen. Ich denke auch. Dafür habe ich das ganze Essen jetzt mit, ist echt schwer. Okay, die ersten Gebäudereste für euch jetzt auch mal erkennbar. Keine Ahnung, was es ist. Vielleicht auch nur eine Mauer. Ich habe es jetzt schon so oft gesagt, aber das finde ich an solchen Geländen so geil, ne? Wir stehen hier jetzt wieder auf so einer kleinen Freifläche. Und da kann man auch einfach mal die Kapuze abnehmen und einfach mal horchen. Und jetzt hört man die Regentropfen überall, ein paar Tiere. Es ist totenstill. Ich finde das richtig geil. Wo hast du mal Orte, wo man einfach mal komplette Stille hat? In der Stadt schon mal gar nicht. Gut, im Wald, klar. Und das dann einfach noch in Kombination mit diesem Lost Place Feeling, diesem Endzeit Feeling, was du hier einfach kriegst. So, die erste betonierte Straße, ein großer Platz. Da hinten liegen Trümmer, Autoreifen bzw. Treckerreifen, wie auch immer. Baum umgefallen, Alter. Ist ein Baum umgefallen, oder? Da ist ein Baum umgefallen. Ey, was eine Stimmung hier. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gehört hat, aber da hinten ist irgendwie ein Baum umgefallen oder so. Irgendwas im alten Luftfilter-Einsatz oder sowas. Also vermutlich echt hier so Fahrzeughalle, Werkstatt oder so. Es fängt ein bisschen doller an zu regnen. Also warten wir mal eben ein bisschen ab.
Ich glaube, so langsam nähern wir uns der Wohnsiedlung. Auf jeden Fall tun sich jetzt hier ein paar mehr Gebäude auf. Rechts, sowie auch links. So, wir laufen jetzt tatsächlich schon auf so einer Straße, wo rechts und links, seht ihr vielleicht ein bisschen versteckt dahinter, schon Wohnblocks anfangen. Mega krass, wenn man sich vorstellt, du läufst hier jetzt diese verlassenen Straßen lang. Guck dich das mal an. Es ist so zugewachsen. Das Einzige, was frei ist, ist der Weg, der noch mitten durchgeht, mit den Blättern bedeckt. Alles jetzt in diesem herbstlichen, gelben, orangenen Ton. Dahinter kaum zu sehen, Wohnblocks, die Scheiben eingeschmissen, Graffitis. Vor 40, 50 Jahren sind hier noch Leute langgelaufen, haben Familien in den Häusern gewohnt, kaum vorzustellen. Auf jeden Fall relativ dunkel hier. Dann waren das aber auf jeden Fall die größeren Wohnungen, würde ich sagen. Auch für Offiziere, oder? Mhm. Für höherrangige Leute, ja. Das ist vielleicht nochmal ganz spannend hier. Hier liegt eine alte Zeitung. Boah, das fühlt sich schon an. Guck mal, wie die zerfällt. Ich habe nämlich gerade was entdeckt. Guck mal hier. Hammer und Sichel. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht auf dem Video. Das ist richtig wie so ein Stoff. Ja, ja, genau. Das zerfällt beim Anfassen. Hier, das ist es, glaube ich. Nummer 266, nämlich die Ausgabe vermutlich. Ja. 1990. Ja, okay. Hast recht. Aber alles russisch. Ja. Krass. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall mal so einen typischen Eingang von so einem Block hier. Und da schauen wir jetzt mal rein. Die Fenster zugebrettert, wie in der Apokalypse mal wieder. Hier direkt vom Eingang ein Baum gewachsen. Treppenaufgang. Guck mal, Briefkästen hier sogar. Alte Holzbriefkästen. Guckt euch das mal an hier. Die Tapete. Kommt hier richtig runter, überall. An allen Seiten, in allen Räumen, zugebrettert. Krass, ey, wie das aussieht. Einmal der Ausblick in den Innenhof. Ey, Wahnsinn. Jetzt muss man sich mal vorstellen, oder beziehungsweise man kann sich nicht vorstellen, wie das damals wohl war. Guck mal, da ist ein Block, da ist ein Block, da ist ein Block. Hier ist ein riesiger Innenhof. Irgendwie krass, mittlerweile alles zugewachsen hier. Richtiger Urwald. So, ich meine, großartig viel zu sehen gibt es hier in diesen alten Blocks natürlich nicht mehr. Aber wir wollen auf jeden Fall einmal nach ganz oben und gucken, was man da so für einen Ausblick noch hat. Ansonsten siehst du in den meisten Wohnungen eigentlich nur noch so ein bisschen Tapetenreste oder einen Backofen, der noch drin steht oder so, aber ansonsten war es das. Guck mal, hier tropft es auch schon richtig rein. Echt jetzt, die Wohnung ist gefühlt unter Wasser. Es tropft hier so krass rein. Aber der Ausblick ist auf jeden Fall fett. Da sieht man noch einen Block. Ja, von den anderen sieht man nicht mehr wirklich viel. Da steht noch eine alte Laterne. So, und auf der anderen Seite sind einfach mal noch mehr Blocks. Und ganz da hinten, vielleicht seht ihr es, da ist der Schornstein, wo wir gestartet sind, ne? Was heißt gestartet sind, wo wir dann irgendwann vorbeigekommen sind. Ey, krank. Da rechts auch noch was. Boah.
Ey, auf einmal stehst du inmitten dieser Wohnblocks. Guck dich das mal an. Rundherum. Und ich glaube, jetzt wird auch so langsam klar, warum das Ganze hier Little Pripyat genannt wird, ne? Ja, es sieht schon mächtig aus. Guck mal, und das ist das, was ich von oben schon gesehen habe hier. Ob es jetzt eine Wäscheleine war hier oder ob da eine Schaukel dran hang, ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, das habe ich mich gerade schon gefragt, was dieses, was das hier soll. Diese Umrandung, diese Betonumrandung. Ich hätte jetzt so spontan gesagt, dass hier vielleicht entweder Bänke waren, so ein Sitzbereich, oder ob hier vielleicht Mülltonnen abgestellt waren. Aber Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Man muss sich einfach mal vorstellen, du bist hier jetzt wirklich irgendwo um nirgendwo. Alles ist verlassen, alles ist tot. Und jetzt lasst einfach mal ganz kurz das auf euch wirken nur. Schleichen hier immer noch durch die Tannen. Immer wieder tun sich neue Gebäude auf, die aber denen, die wir bereits angeguckt haben, ähneln. Also wir brauchen uns jetzt nicht jedes Gebäude hier angucken. Vielleicht kommt noch was Spannendes. Ansonsten wundere ich mich ein bisschen tatsächlich, dass das zum Großteil hier nur Unterkünfte sind. Ne? Na ja, gut, okay, wir sind an den ganzen Hallen vorbei. Hier tut sich jetzt wieder eine Halle auf. Ich weiß nicht, was haben sie hier überhaupt gemacht? War das vielleicht für Fahrzeuge? Ganz früher war es ein Flugplatz. Okay. Und ein Atomwaffenlager war hier hinten. Aha. Vielleicht für mich? Für mich sieht das so aus, ja, wieso, weiß ich nicht. Hangars hatten wir. Wir haben die Werkstätten, Fahrzeug, Unterstellmöglichkeiten und so. Und sonst diese Wohngebäude nur, ne? Ja. Die hier überall im Hintergrund sind. Langsam wird es ein bisschen drastisch mit dem Regen hier. Ich versuche die Kamera so ein bisschen davor zu schützen. Aber theoretisch, wenn das hier eine ganze Stadt ist, müssen hier ja eigentlich auch Einkaufsmöglichkeiten gewesen sein. Supermarkt, vielleicht eine Schule und so weiter und so fort. Naja, eventuell haben sie auch schon einiges davon abgerissen, ich weiß es nicht. Es ist halt schwierig, man kann hier jetzt auch nicht nachgucken auf Google Maps wegen Empfang und so. Aber wie ihr seht, viele Gebäude sind halt auch schon wirklich komplett kaputt. Vielleicht wurden welche gesprengt früher. Teilweise echt nur noch Ruinen, die hier auch rumstehen. Hammer. Das sieht hier schon fast aus wie so eine Hauptzufahrtsstraße, ja, ne? Ja. Da hinten ist auch irgendwie ein Tor oder so, glaube ich. Ja. Also es ist riesig. Die Straßen strecken sich wirklich hier komplett hunderte Meter lang in den Horizont. Aber an der Stelle würde ich sagen, machen wir uns langsam auf den Weg und versuchen wieder unseren Ausgang zu finden, beziehungsweise unser Auto wieder zu finden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ich finde solche Geschichten wirklich hier wie jetzt super spannend. Man sieht zwar nicht mehr viel, aber mit ein bisschen Vorstellungskraft und vor allem diese Geschichte dahinter und sowas, das finde ich immer ultra spannend. Und außerdem natürlich diese ganze Atmosphäre drumherum, das macht es einfach komplett aus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, schaut doch gerne beim Alex und beim Paul vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein!